Da müssten wir jetzt eigentlich rechnerisch gesehen genau auf den Eingang hier, an dem Eingang hier rauskommen. Das passiert auch. Sehr schön. Wir setzen auch mal wieder ein Fackelchen. Wir müssen noch Fackeln machen. Ja, das gefällt mir doch schon. Aber nur, weil ich den jetzt genauso groß habe. Oh, ich hoffe, das passt auch mit dem Portal, dass das symmetrisch wird. Wir bauen erst das Portal rein, bevor wir die Wände bauen. Wir müssen noch bald die Spitzhacke reparieren. Ich hoffe, das kostet nicht so viel. Ich glaube, das hat Level gekostet, ne? So, und gehen wir jetzt hier rüber. Was haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir müssen hier rüber. Setzen wir eben eine Fackel hier hin. Aber es fängt an, Formen anzunehmen und das gefällt mir. Oh fuck. Warte mal. Ja, wir sind genau hinter die. Oh nein, das wird ja noch. Hier muss uns was. Ja, also hier muss mir jetzt auf jeden Fall was einfallen. Ich hoffe, man sieht nur das eine. Obwohl, warte mal, wenn da. Nein, alles gut. Alles gut. Das sieht man dann hinterher nicht mehr. Jetzt sind, glaube ich, wieder Steine brennen. Oh, wir brauchen Kohle. Die auch eben draus hier jetzt. Ich bin am überlegen, ob wir kurz in unserer Höhle nebenan schauen, wo ich den Eingang jetzt. Weiß ich noch, wo der Eingang ist? Ich muss gleich mal schauen, wo der Eingang ist. Oder wir gehen eben rüber zu dieser Felsspalte. Oder wir holen uns ganz einfach. Wir suchen uns ganz einfach eine neue Höhle. Jetzt weiß ich nicht, weil wir das. Weil das Multiplayer-Projekt gescheitert ist, hatte ich ja erklärt. Und ich ja das neu gemacht habe, also weitergebaut habe in der Singleplayer, ob die Welt sich gleich generiert. Dann wüsste ich zumindest, wo eine Höhle ist, die sich lohnen könnte. Na, wir reißen aber sofort den Boden raus hier. Obwohl, warte mal, hier hinten kommt ja auch die. Ah, warte. Ich glaube, das erübrigt sich gleich alles. So, machen wir das hier hin. Dann nehmen wir hier eben noch. Das könnte funktionieren. Könnte. Boah, das hat im Multiplayer so viel Spaß gemacht. Warum findet man keine Leute, die wirklich regelmäßig dabei sind? Es ist so schwer geworden. Ach, da hätte ich den Boden. Ah, ist egal. So, warte mal. Hier ist die Wand. Das heißt, die Reihe jetzt auch noch raus hier. Ja. Sehr schlau. Pass auf, wir packen das mal zu hier. Wir brauchen auf jeden Fall Kohle. Warte mal, ich hänge mal hier noch eine Fackel hin. Ah, warum hier überall Knochen sind, das verstehe ich gerade mal nicht so. Das verstehe ich gerade nicht. Ich hatte auch erst überlegt, warte mal. Jetzt habe ich den Weg hier schon gesetzt, ob wir nicht. Lass mich mal kurz überlegen, ob wir nicht den Berg mit diesem Gang verbinden können. Müssen jetzt aber genau herausfinden, wo wir hier sind. Warte mal, die Tür ist 1, 2 breit. Das ist hier eine 2. Ja. Das heißt, die Tür müsste eigentlich, wenn man von der Wand ausgeht, 1, 2, 3, 4. Also von hier ausgeht. 1, 2, 3, 4. Die ist genau dahinter. So, wir gehen mal eben pennen. Das wäre cool. Das wäre jetzt echt cool. Wird natürlich jetzt schwer, das Ding anzupeilen. Also dies einen daneben.
Ach Gott, wie machen wir das? Hier unten, warte mal. Unter uns ist der Tunnel, das heißt, hier drunter müsste der Tunnel sein. Pass mal auf, wir buddeln uns mal eben da durch. Mal gucken, ob wir hier wirklich rauskommen. Ja, hier ist der Tunnel. So, jetzt brauchen wir nur noch den Abstand. Das heißt, wir gehen mal wieder raus hier. Wir sollten noch mal langsam was essen, sehe ich gerade. Das wäre, warte mal eben ganz kurz. Das wäre schon cool, wenn man das Tor quasi hier reinconnectet. Aber auf der anderen Seite wäre es auch Blödsinn. Wir holen uns das, pass auf, wir machen das gleich zu wieder. Wir holen uns das Tor da raus. Verlegen wir es halt. Ich wollte hier eigentlich, ja, nichts verändern, aber okay. Es muss wohl sein. Dann machen wir das hinterher wieder zu. So, pass auf, wir hauen das mal weg hier. Das dauert jetzt erstmal eine Weile. Ich weiß zwar nicht, warum ich das Portal jetzt immer noch hier höre, aber wird wohl schon seinen Grund haben. Boah, wie die Spitzhacke hier leidet, ne? Alter Schwede. Oder war die gerade schon so weit runter? Müssen das auf jeden Fall zumachen hinterher hier. Haben wir noch ein paar Fackeln übrig. Ich würde hier aber auch gerne was reinbauen. Ich weiß nur nicht, was. Bauen wir hier eine Wohnung rein? Würde das zur Thematik passen, hier eine Wohnung reinzusetzen? Oder eher so weniger? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen unschlüssig, wie es eigentlich immer so ist. Wir könnten auch hier so... Nee, oder? Ja, wird jetzt hier nicht reinpassen mit dem Wald davor. Ich hatte gerade überlegt, so... sag mal schnell, Wohnungen für die Feldarbeiter hier. Ich glaube, das wird hier nicht so ganz passen, oder? Das wird nicht ganz passen. So, wir schwimmen mal hier raus. Ah, das gefällt mir ja auf jeden Fall. Oh, wie schön die Brücke aussieht, die wir gerade gebaut haben. Ja, muss ich ja gestehen. Oh, pass mal auf, wie weit können wir hier runterbauen? Haben wir 13. So, dann machen wir das so zu wieder. Jetzt halt gucken mit dem Portalraum hier. Wir werden das natürlich hier... Also, wir müssen erstmal hier den wegmachen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir sind sogar ein zu kurz. Ne, Quatsch. 9, 10. Hier ist eine Doppelbreite. Ja, ich habe es gesehen. Ich mache es sofort. Da oben fehlt noch was, so. Ja, da oben, nicht da. Achso, ich warte mal um Essen. So, dann ruppen wir die auch mal eben raus hier. Boden hatten wir gelegt. Ja klar, sonst könnten wir hier nicht laufen. 1, 2, 3. Oh, jetzt hätte ich fast den Fehler überhaupt begangen. Hätten wir uns doppelt Arbeit hier gemacht. Das heißt 10, wir brauchten eine 9er Tiefe, ne? Also das machen wir gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das heißt, wir können hier hinten die Wand auch vollklatschen. Und ich hoffe, das passt. Das heißt, wir brauchen eine... Das passt nicht. Das wird nicht symmetrisch. Wir haben die 2er-Tür. Der Boden ist, glaube ich, 3 breit. Ah, wer sagt denn, dass wir da direkt drauf gucken müssen, wenn wir jetzt hier 1, 2... Scheiße. Ah, Fug! Oh, Fug. Gut, das könnte man im Extremfall anpassen. Dann hätte man 1. Und hier 2. Dann hätte man hier 1, 2, 3. Und hier hätte man 1, 2.
Ach Quatsch, Quatsch, Quatsch. Doch hier, 1, 2, 3, 1, 2. Ist mir egal, die Räume müssen nicht genormt sein. Die müssen nicht alle gleich groß sein. Machen wir hier einen tiefer, dann passt das schon wieder. Kommt auch mit der Höhe genau hin. 3 hoch, ja, passt. Setzen wir einen im Boden. Wir brauchen auch noch ein Feuerzeug, fällt mir gerade ein. So machen wir das. Ja, das passt. So, guck mal, da haben wir hier nämlich Symmetrie drin und das gefällt mir wieder. 1, 2, 3. Ah, warte. So nicht. So nicht. Das möchte ich so nicht haben. Ich hätte es ganz gerne. Weiß zwar nicht, ob das aussieht. So, warte, hier muss auch noch eine Reihe weg, glaube ich. So, warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir haben 10 von denen nur. Obsidian. Ja, doch, passt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ah, ich weiß, warum das Ding hat nur eine... Ja, das war jetzt sehr schlau, was ich jetzt gemacht habe. Das hat ja nur eine Zweierbreite. Ah, nein. Komm, geh weg hier. Pass auf, du gehst weg. Ja, dann passt das nämlich. Dann können wir auch den Raum wieder da... Dann passt das auch mit der Größe. Dann ist das, ja... Gefällt mir halt, ne? So, das können wir so lassen. Jetzt hier nur ein Kobbel zwischen. Warte, einer. Achso, da oben, der muss auch noch raus. Dann passt das. So, komm mal raus da. Machen wir den nämlich so. Und wir setzen 1, 2, 3. So, jetzt setzen wir hier die Steine wieder zwischen. Hier hauen wir wieder eine Reihe vor. Haben wir hier 2. Hier kommt die Wand. Ja, passt. Perfekt. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, da kommt ja gleich... Ah, pass mal, wir gucken mal nach den Steinen. Gucken mal nach den Steinen, die wir... Ach, wir haben welche, gut. So, dann machen wir die mal eben. Knall die mal alle durch. Wir brauchen es ja eh hinterher. So, 32 Hammer. In der Nähe war doch auch irgendwas, wo man Cobblestones herbekommt, oder? Quatsch, Kobbel, bemooste Steine herbekommt. Oder haben wir die schon abgegrast? Huch! Auch Licht. Licht, 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 Licht. So, was wir jetzt brauchen ist, Flint haben wir mit. Wir brauchen nur Eisen. Obwohl, pass auf, ich mache erst den Raum fertig, bevor wir hier was anderes machen. Ja, auf jeden Fall mehr geworden, als ich dachte. Wie gesagt, die Brücke sieht echt cool aus, muss ich gestehen. Bin sehr, sehr stolz auf mich. Nein, die fangen wir jetzt an. Machen das eben noch hier. Wie gesagt, Möbel kümmern wir uns später drum. Ich hätte auch eventuell eine Idee, wie wir die Bridge hinsetzen. Also die Brücke. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt auch mit dem Denglisch anfange. Man sich ja sehr schnell abgeguckt. So, nehmen wir das raus. So, und wir haben den nächsten Raum geschaffen. Jetzt muss ich nur gucken, dass wir... Ja, es wird nicht symmetrisch. Auf jeden Fall kann das nicht symmetrisch werden. 1, 2, die nehmen wir raus. Pass auf, dann setzen wir... Kurz überlegen. Den raus, den raus, den rein, den rein. Und dann nehmen wir den. Egal. Nicht egal. Wir haben auf jeden Fall noch Kies hier. Es ist sehr interessant. Nehmen wir die Fackel da raus. Klatschen die da rein. Die nehmen wir noch mit. Die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist sehr gut. Ah, wir brauchen noch eine Fackel. Kriegen wir die noch hin? Haben wir noch Kohle mit? Ne, natürlich nicht. Egal, wir setzen die jetzt erstmal dahin und die nach da.
So. Ah, es fängt an, nach was auszusehen. So, wir brauchen Feuerzeug. Ja, wir sind noch im Peaceful, also kann eigentlich nicht viel passieren, wenn wir in die Höhle gehen. Ich hoffe, dass, wenn wir jetzt erstmal rausfinden, wo es überhaupt hingeht, sagen wir es so. So, und ein Flint. Und wir haben ein Feuerzeug. Zumindest das wusste ich dann noch.